Ja, also 1-1 gegen Hagen, gegen Tabellenzweiten. Ich denke, mit dem Ergebnis können wir durchaus leben, mit dem Punkt gewinnen. Eine super Einstellung heute, jeder für den anderen gekämpft. Ja. Auf der anderen Seite, was du auch schon mal angedeutet hast, 4 Spiele, 4 Punkte. Man hätte mehr holen können, aber trotzdem können wir mit der Leistung und auch mit dem Punkt heute sehr zufrieden sein. Ja, mit Sicherheit, mehr holen auf jeden Fall, aber heute war es gut. Wir haben ein ganz anderes Gesicht gezeigt wie letzte Woche. Wir haben heute gegen einen guten Gegner es gut gemacht. Zwar hat der Hagen viel mehr Ballbesitz in der zweiten Halbzeit, aber nicht viele gute Chancen oder nicht gute Chancen rausspielen können, weil wir es gegen den Ball richtig gut gemacht haben. Mit Intensität, mit einer für alle, mit Metern. Und dann holen wir auch einen guten und wichtigen Punkt gegen Hagen. Und das war heute das Positive an dem ganzen Spiel, dass wir gut mitgehalten haben und den Punkt mitgenommen haben. Genau, du sagst es. Ich denke auch, ist der Platz mit Sicherheit auch geschuldet der letzten Woche, dass es da vielleicht auch nicht das technische Fußballspiel gegeben hat, was es heute vielleicht war. Aber gut, die Geschichte ist vorbei. Kleiner Ausblick auf nächste Woche? Ja, nächste Woche geht es weiter. Da geht es nach Drolshagen. Und ich bin mir sicher, wenn wir dieses Gesicht in Drolshagen zeigen, diese mannschaftliche Leistung in Drolshagen, diese Laufintensivität in Drolshagen und die Einstellung dazu mitbringen nach Drolshagen, dann werden wir Drolshagen auch ärgern können. Und mittlerweile bin ich mir sicher, dass wir jede Mannschaft ärgern können. Weil die Mannschaft ist gut, wir trainieren richtig gut in der Woche und wir werden uns irgendwann auch mehr wie in einem Punkt damit belohnen. Und das versuchen wir jetzt Drolshagen rauszuholen. Letzte Frage, hat man dem Aufwand heute in den letzten Viertelstunden ein bisschen Tribut gezollt? Mit Sicherheit, klar. Man trainiert viel, man macht viel Aufwand und dann hat man irgendwann keine Körner mehr, das ist ganz klar. Aber das ist halt die Landesliga, die fordert solche Sachen, die fordert so viel Kondition und Power. Und ich sag mal, so 5-6 Jungs, die müssen noch ein bisschen dran arbeiten und da haben wir in den nächsten Wochen auch mehr Luft nach hinten raus. Alles klar, also danke. Ciao. Bis nächste Woche.